Hallo. Ja, toll, toll. Und willkommen zu so einem kleinen Extra-Projekt, was immer wieder kommt, wenn wir gerade nichts drauf haben. Und zwar geistern in letzter Zeit im Internet ziemlich viele Fanfictions und so von uns rum. Und da dachten sich Klängern und ich, hallo Klängern erstmal. Hallo, guten Tag. Hallo, du bist ja auch noch da. Dass wir das einfach mal da ein paar schöne vorlesen und so. Wir kennen jetzt die hier nicht so ganz. Die wurde mir per Kick von Woody LC zugeschickt und einer Freundin, die haben das zusammen geschrieben. Nochmal vielen Dank dafür. Und es gibt zwei Sichten, einmal Klängern und einmal die von meiner Wenigkeit. Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Dann fang du mal an. Oh Gott. Also wir kennen die von dem anderen jeweils nicht. Kannst okay. Ich glaube, ich mache so also Kaminfeuer im Hintergrund. Es war ein ganz normaler Dreh Confessions. Ah, du weißt jetzt nicht, was ich vorlese, ne? Nee. Okay. Da heute Letztwister bei mir zu Besuch war, war er als Gast dabei. Das ist voll viel, ey. Egal. Ich mag diesen verführerischen Blick, den er mir manchmal zuwarf. Ich glaube, ich mag ihn zu sehr. Denn seine Anwesenheit gab mir das Gefühl von Geborgenheit. Manchmal jedoch fasste ich ihn sanft an der Hand und schaute ihm tief in die Augen. Oh Gott. Dann wurde mir jedes Mal klar. Dann wurde mir jedes Mal klar, dass ich meine Liebe und unterdrückte Leidenschaft. Vielleicht sogar für immer unterdrücken müsse. Ich schäme mich schon ein bisschen dafür, dass ich ihn, glaube ich, wirklich liebe. Oh Gott. Alter. Ich habe den Drang, es ihm zu beichten. Doch ich habe Angst vor seiner Reaktion. Angst, dass er mich auslacht. Angst, dass es an die Öffentlichkeit gerät und ich runtergemacht werde. Und davor, ihn dadurch für immer zu verlieren. Und das kann ich nicht. Deshalb ist es unmöglich. Enttäuschung machte sich in mir breit, als ich es registrierte. Alex, in Klammerpapier LP, hatte gerade das Vorlesen einer Beichte beendet und er und Twister lachten herzhaft darüber. Klängern, Klängern! Eine ausgesuchte Beichte, du bist dran, wurde ich von Alex' Stimme und dem Schlag von Twister auf mein Bein aus den Gedanken gerissen. Ich zuckte kurz zusammen und begann dann abwesend eine Beichte vorzulesen. Junge, die Beichte an sich ist schon richtig beschissen. Die könnte richtig gut bei uns vorgekommen sein. Ja, komm gleich. Gut, dass ich wegen Twister die Facecam nicht anhatte, denn ich habe das Gefühl, rot geworden zu sein. Das habe ich hier auch übrigens. Von der Seite merkte ich beim Lesen nur Twisters besorgten Blick. Jetzt kommt die Beichte. Männlich 19,5. Ich habe mal mit meinem Freund Geschlechtsverkehr gehabt. Das war ein wirklich tolles Gefühl. Ich musste meinem Freund nur die Augen verbinden, weil er dachte, ich wäre weiblich. Und er wusste nicht, dass ich es war. Lass ich vor. Alter, der hat einfach seinen Freund belogen, lachte ich scherzhaft. Twister lachte und Alex bekam sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Es geht sogar noch weiter, lachte ich und begann weiter zu lesen. Nach dem Geschlechtsverkehr mit meinem eigentlich besten Kumpel passierte es. Mir fiel mein Geschlechtsteil etwas auf ihn, was? Und er erkannte, dass ich eigentlich ein Junge bin. Nur noch nicht welcher. Aus Angst, erkannt zu werden, gab ich ihm noch einen letzten Zungenkuss und rannte dann auf das nächste Männerklo und zog mich an. Mein Freund schöpfte kein Verdacht. Ekelte sich aber vor sich selbst. Wie soll ich ihm jetzt noch in die Augen schauen können? Bin ich schwul? Warte, das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, deine Augen sind verbunden einfach. Und du denkst, du knallst gerade so eine richtig geile oder so. Und dann merkst du einfach, wie so ein voll Schwanz geil auf dich drauf fällt. Was ist das? Du musst dir mal vorstellen. Haha, Alter. Aber der ist jetzt überhaupt nicht schwul, der ist voll hetero. Nur der Gefickte ist schwul, lachte Twister und Alex bekam sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Wie hat er das geschafft? Und wie dumm ist der gefickte Kumpel, dass er nicht merkt, dass er einen Schwanz im Arsch hat? Alter, meldet sich nur noch Alex wieder zu Wort.
Ich begann zu lachen, dass ich fast Angst hätte zu ersticken. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge Confessions. Schaut bei den anderen zwei vorbei, Link ist natürlich in der Beschreibung. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, moderierte ich ab. Immer noch am Lachen. Nachdem Alex und Twister sich auch verabschiedet hatten. Nee, doch, beendete ich die Aufnahme. Alex verabschiedete sich im TS noch von uns, der auch weg musste. Jetzt war ich alleine mit Twister. Moment. Klängern, was war eigentlich los mit dir in der Aufnahme? Fragte mich Twister mit leiser Stimme. Ich hatte das Gefühl zu erröten. Nein, ich... Mit mir war nichts los. Habe nur ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Was? Wo bin ich? Habe nur ein bisschen weniger Schlaf bekommen als sonst. Sonst nichts, antwortete ich und hoffte, er würde die Entschuldigung oder eher gesagt Lüge als Wahrheit erkennen. Twister schaute mich skeptisch an. Klängern, ein Schlaf kann es doch kaum liegen. Ich meine, sonst wärst du den ganzen Tag schon so gewesen, oder? Hey, du kannst mir vertrauen. Aber wenn du nicht willst, das klang so... Hey, du kannst mir vertrauen. Warte. Das klang so unglaublich süß, wie Twister das sagte. Mit einer sehr ruhigen, aber auch besorgten Stimme. Wirklich, es ist nichts. Ich meine, am Abend ist man doch meistens müder als am frühen Morgen, antwortete ich ihm. Jetzt Twister nickte langsam. Ich glaube, er glaubt mir nicht so wirklich. Noch eine Woche lang wird er hier sein. Wie soll ich das schaffen? Ich kann nicht mehr. Ich bekam Angst, dass dieses Bedürfnis nach ihm nur noch stärker wird. Nur noch stärker werden und es mich zum Schluss überwältigen würde. Dann könnte ich meine normale Freundschaft mit ihm vergessen. Aber will ich überhaupt eine normale Freundschaft? Tief in meinem Inneren spürte ich den Drang nach etwas, das mehr als nur eine Freundschaft mit Let's Twister ist. Es ist so toll, weil ich dich nie so anrede. Irgendwie muss ich es ihm sagen, aber dann kann ich ihm vielleicht nicht mehr unter die Augen treten, ohne mich in Grund und Boden zu schämen. Ich quäle mich selbst. Egal, welche Möglichkeit ich nehme, ich würde mich schlecht fühlen. Jedes Mal, wenn ich ihn ansah, stach es mir im Herz. Denn er ist unglaublich hübsch. Das ist witzig, weil es war. Oh Gott, gut. So denkst du also über mich. Jetzt geht's weiter. Wieder in die Pornostimme. Jedes Mal, wenn er mich berührt oder ich ihn, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Natürlich berühre ich ihn so oft es geht, aber heimlich. Aber heimlich, damit er von meiner Liebe nichts merkt, die ich für ihn hege. Das ist übrigens voll cool geschrieben. So. Das heißt, ich stupse ihn aus Versehen an oder brüdel mit ihm rum, sodass wir uns berühren. Einmal habe ich es sogar geschafft, ihn an einer sehr intimen Stelle zu berühren, was er leider gemerkt hat und mich darauf hinwies. Das war sehr peinlich gewesen. Ey Junge, hast du meinen Schwanz angefasst, oder was? Oh, sorry, Bruder. Warte. Wollen wir eine Wassermelone essen? Fragte ich, unterbrach somit unser Schweigen. Okay, ich habe sowieso gerade Hunger, antwortete Let's Twister offenbar auch erfreut, dass wir ein Thema gefunden haben. Ja, eine Melone. Ich drehte mich um, Richtung Tür. Und marschierte Richtung Kühlschrank, machte ihn auf und holte mit einer geschickten Handbewegung das begehrte Stück raus. Es geht nur um Melonen. Mit einem scharfen Messer und einem Schneidebrett in der einen und der Melone in der anderen Hand ging ich lässig wieder in mein Zimmer, in dem Twister wartete. Ich legte das Brett und das Messer auf den Boden, die Melone auf das Brett. Ich setzte mich daneben. Let's Twister machte das Gleiche. Er saß mir jetzt gegenüber. Ey, wie hast du den Brett jetzt eine scheiß Melone gegessen? Ich nahm gerade das Messer in die Hand, um die Melone aufzuschneiden. Da unterbrach mich Twister. Ey, warte! Siehst du den Klebezettel? Genau so. Da steht PLU drauf. Er lachte und drehte die Melone um, sodass ich den Zettel sehen konnte. PLU, sagte ich lächelnd. Ich sah in seine Richtung. Und unsere Blicke trafen uns.
Passend. Plötzlich brachen wir beide in schallendes Gelächter aus. Wir lachten über das Wort PLU. Plu. Ja, zum Glück waren meine Eltern im Urlaub. Sie hätten sich sicher gewundert, warum wir plötzlich so lachen. Eigentlich tun die das immer, wenn wir aufnehmen. Ja. Ich mag dich, sagte Twister plötzlich. Ich erstarrte. Was geht in seinem anscheinend kranken Gehirn ab, dass er solche Gedankensprünge macht? Ich sah, dass er errötete. Offenbar hatte er es versehentlich laut gesagt. Ich weiß, ich dich ja auch, erwiderte ich ruhig. Verlegen fing ich an, die Melone zu schneiden. Die scheiß Melone, was soll das? Einmal in der Hälfte und dann Viertel in die eine Hälfte. Was? Und dann Viertel. Viertelte ich die eine Hälfte. Die andere legte ich erstmal beiseite. Dann nahm ich mir ein Stück und reichte es Twister. Wir sahen uns dabei fest in die Augen und unsere Hände berührten sich. Die Schmetterlinge in meinem Bauch spielten verrückt. Das ist scheiß Melone. Dann nahm ich ein Stück für mich und wir bissen gleichzeitig hinein, Alter. Was ist das denn? Bah. Ich stell das aber vor. Ich schielte immer wieder zu Twister rüber. Und merkte dabei, dass er das Gleiche in meine Richtung tat. Wir nahmen uns jeder noch ein Stück und aßen still weiter. Irgendwie war es in dieser Stille peinlich, aber ich sagte nichts. Schließlich brach ich das Eis erneut. Was nehmen wir morgen auf? Fragte ich unsicher. Ach so, unsicher, egal. Ich wusste nicht, ob er überhaupt sprechen wollte, denn sogar sein sonst so lautes Schmatzen war leise. Ja, sicher. Twister zuckte mit den Schultern und aß weiter. Ich überlegte mir, dass ich erstmal warte, denn Twister schien etwas anders. Gut, das war's. Ja, mit dem Teil aus meiner Sicht. Ich würde sagen, den anderen Teil, der kommt in der nächsten Folge. Dann haben wir nämlich auch zwei Teile. Ja. Wenn euch das gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Das ist so. Oh Gott, ey. Ich packe den Link auch nochmal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das nochmal eigenständig nachlesen, wenn ihr es unbedingt nochmal machen wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.